Es sieht aus wie Prince of Persia 1 und 2. Es spielt sich ein bisschen wie eine Mischung aus Prince of Persia 1 und 2, ist aber Prince of Persia 3. Genauer gesagt, Prince of Persia, The Two Thrones und der Abschluss der Sands of Time Trilogie. Spielerisch hat sich ein wenig getan. Was genau, das zeige ich Ihnen in einer Sekunde. Und dann hat sich spielerisch wieder gar nichts getan. Der Prinz hüpft, springt, kämpft und so weiter und so fort, dreht die Zeit zurück, öffnet Tore und... Er unterhält sich. Er unterhält sich mit jemandem, der gar nicht da ist. Jetzt ist er schon wahnsinnig geworden im dritten Teil. Nein, liebe Leser, wahnsinnig ist der Prinz nicht, denn der Prinz hat immer einen Begleiter dabei. Und das ist die wirkliche spielerische Neuerung in The Two Thrones, der dunkle Prinz. Das finstere Alter Ego unseres ungestümen Jungspunds. Der finstere Prinz hat den Vorteil, dass er größere Abgründe überwinden kann, weil er nämlich eine in den Arm implantierte Schwungkette hat, hat aber auch den Nachteil, dass er alleine durch Rumstehen einfach so sterben kann. Denn der dunkle Prinz verliert permanent an Lebensenergie. Die führt er sich zu, indem er entweder irgendwelche Amphoren oder Kisten zertrümmert und da die verborgenen Sandknubbel rauspult, oder aber indem er einfach Gegner erledigt, wie hier gerade im Bild gesehen. Die Kette ist übrigens ideal, um auch mehrere Gegner auf Distanz zu halten und sie einfach in ihre Einzelteile zu zerlegen. Wunderbar. Haben wir nicht schon genug zu tun? Gesprungen und gehüpft, wie gesagt, wird in der üblichen Art und Weise und mit den üblichen kleinen Problemchen, nämlich zum Beispiel den berühmten kleinen Kameraproblemchen. Wirklich hervorragend gelungen, wie schon in den Vorgängern auch, sind die in Spielegrafik präsentierten Zwischensequenzen, die die Handlung immer mal wieder vorantreiben. Hier zum Beispiel sehen wir erstmal, wie sich der dunkle Prinz wieder zurückverwandelt in sein gutes Vorbild. Das passiert immer dann, wenn er in Wasser reintritt. Und dann ist da dieser Streitwagen. Die Streitwagen-Szene ist eine der ungewöhnlichsten, aber zugleich auch eine der kniffligsten Szenen im ganzen Spiel. Ich hatte da ziemliche Probleme mit Maus und Tastatur, das Ding gerade, oder besser gesagt eben nicht gerade, durch die Straßen von Babylon zu lenken. Spätestens an der Stelle sollten Sie wirklich über ein Gamepad nachdenken. Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Aha! Sagen Sie, kannten Sie gerade die Füße dort und den roten Rock? Naja, wenn Sie The Sands of Time, den Vorvorgänger, gespielt haben, dann werden Sie die wahrscheinlich kennen. Und ganz im Vertrauen, Sie sollten The Sands of Time gespielt haben und Sie sollten Warrior Within gespielt haben, um die ganze Geschichte von The Two Thrones verstehen zu können und um eine Menge mehr Spaß an Anspielungen und kleinen Sticheleien zu haben. Prince of Persia, The Two Thrones, verbindet die Stärken und leider auch ein bisschen die Schwächen der Vorgänger miteinander. Die Stärken sind actionreiche Kämpfe, tolle Sprungsequenzen und die liebreizende Farah ist wieder mit dabei. Die Schwächen sind schwurbelige Kamera, eingeschränktes Speichersystem. Aber ach, was soll ich Ihnen sagen? Wenn Sie die Vorgänger gemocht haben, wenn Sie die Geschichte mit Hingabe verfolgt haben, dann gibt's jetzt den krönenden Abschluss. Und sollten Sie in irgendeiner Art und Weise auf die Idee kommen, das Spiel ohne die Vorgänger spielen zu wollen, dann kann ich Ihnen davon nur abraten, weil so verpassen Sie einfach eine Menge der Faszination dieser Geschichte.